Vorgeschichte. Wir schreiben das Jahr 1641. Jeremy Flynn, seines Zeichens Kapitän der Poseidon, ist mit seiner 37-köpfigen Besatzung schon seit vielen Tagen unterwegs. Am 23. des Monats Mai stoßen sie in die unsicheren Gewässer rund um Tortuga vor. Logbuch von Jeremy Flynn. 23. Mai 1641. Die Flaute hält noch an und ausgerechnet heute Morgen geht uns der Kompass zu Bruch. Eine exakte Navigation ist nun, zumindest am Tag, nicht mehr möglich. Wir befinden uns noch immer in höchst gefährlichen Gewässern. Unsere Vorräte werden auch langsam knapp. 25. Mai 1641. Wir sind weiter vom ursprünglichen Kurs abgekommen, als ich gedacht habe. Treibholz, das unser Mann im Ausguck ausgemacht hat, lässt mich vermuten, dass sich hier irgendwo Land befinden muss. Ich habe nun die Möglichkeit, mit der Seekarte meine ungefähre Position festzustellen. Bei näherem Hinsehen kann ich ausschließen, dass es sich um Festland handelt. 26. Mai 1641. Meine Befürchtungen haben sich bewahrheitet. Es handelt sich um die Teufelsinsel, dem Stützpunkt von Redbeard und seinen Halsabschneidern. Dies ist mir leider erst jetzt klar geworden, nach dem heimtückischen Überfall von Redbeards Männern in der Nacht zum 26. Ich denke nun, dass sich ein Verräter unter meinen Leuten befindet, der sich um den Kompass gekümmert und in dieser Nacht die Bordwachen überwältigt hat. Ich konnte mich gerade noch in der doppelten Wand meiner Kajüte verstecken, um diese geldgierige Meute zu entgehen. Ich werde nun versuchen, zur Insel zu gelangen, um meine Männer zu befreien und zu holen, was mir gehört. Oder auch ein bisschen mehr. Ja, liebe Zuschauer, so viel zur Vorgeschichte zum Intro von Traps and Treasures, dem Jump-and-Run-Spiel auf dem Amiga, welches ich nie wirklich vergessen habe, von dem ich aber allerdings den Namen vergessen hatte. Ich kann mich daran erinnern, dass ich das Spiel damals wirklich gesuchtet habe und sehr, sehr viel gespielt habe. Wir werden es dann im Let's Play sehen, dass ich es trotzdem mit Cheats spiele, um euch halt mal jeden Level zeigen zu können. Insgesamt gibt es 4 riesige Level. Das ist halt das, woran ich gedacht habe, dass dieses Spiel so unheimlich dichte Atmosphäre hatte und dass ich daran so viel Spaß hatte und das auch so lange gespielt hatte damals. Gut 25 Jahre, knapp später, nicht ganz, ja, aber fast. Da kann man dann schon mal einen Namen vergessen. Das ist, glaube ich, menschlich. Aber durch einen puren Zufall, durch Recherche, was ich denn mal so let's playen könnte, habe ich denn dieses Spiel endlich wiedergefunden. Ich hatte es eigentlich vermutet zu meiner PlayStation-Zeit, 1996, als ich meine PlayStation hatte, oder zeitgleich auf dem Super Nintendo, meine damalige Freundin hatte damals ein Super Nintendo, hatte ich eigentlich vermutet, dass ich das auf der PlayStation gespielt hätte oder halt auf dem Super Nintendo. Ja, das ist halt so, da habe ich mich um ein paar Jahre vertan. Nein, das Spiel ist wirklich so gut, dass es sogar schon auf dem Amiga erschienen war. Und gleich im Anschluss werden wir dann noch die Entstehungsgeschichte hören. Einfach mal auf die Webseite gehen vom Programmierer, vom Roman Werner. Da steht die Geschichte komplett in Englisch. Ich habe es ein bisschen zusammengeschrieben und auf Deutsch übersetzt, um euch das einfach mal nahe zu bringen. Und ja, dieses Spiel werde ich euch dann in den nächsten 2 Wochen zeigen. 4 Episoden habe ich geplant, sodass ich wirklich jeden Level einmal zeigen kann und euch einfach daran teilhaben lassen kann an diesem Spiel. Und hier im Hintergrund seht ihr das auch. Ich habe es mir auch besorgt. Ich habe jetzt das Original zu Hause, die Amiga-Version. Eins der rarsten Spiele überhaupt auf dem Amiga, laut Retro-Gamer-Ausgabe Oktober 2013. Gehört zu den Top 5 oder Top 6 rarsten Spielen, die man bekommen kann. Keine Kosten und Mühen gescheut, ihr könnt ja gerne mal bei eBay gucken, was so ein Spiel kostet. Naja, gut, aber für euch, liebe Zuschauer, habe ich gedacht, da schlägst du mal zu. Und das Bühnenbild, ja, was ihr da rundherum seht um die Verpackung, auch das habe ich selbst gebastelt. Also freut euch auf dieses kleine Let's Play, Let's Show von Traps and Treasures und die Entstehungsgeschichte. Die hören wir uns jetzt hier gleich im Anschluss auch nochmal an. Dafür werde ich mich einmal kurz räuspern. Geh dann in die Erzählerstimme und genieß das einfach mal. Ich bedanke mich aber jetzt schon mal fürs Zuhören und Zugucken und ja, sage dann bis zum nächsten Video, bis zum Video von Traps and Treasures. Bis dann, tschüss. King for a Day, The Making of Traps and Treasures, die Geschichte von Roman Werner. 1989 entschied sich Roman dazu, ein eigenes Spiel zu programmieren. Er mochte schon immer Action-Adventures und Sonson 2 auf dem PC-Engine zählte zu seinen Lieblingsspielen.
Zusammen mit seinem Freund Rüdi Hugentobler verbrachte er viele Stunden vor dem Rechner mit dem Entwurf eines Spiels. Der Originalcharakter war übrigens zuerst ein Mädchen namens Scooter. Es dauerte seine Zeit, bis sich daraus der Piratenkapitän Jeremy Flynn entwickelte. Der Name indes war schnell gefunden. Traps and Treasures passte für ein Action-Adventure wie die Faust aufs Auge. So kam es, dass am 20. November 1990 die traditionelle Weihnachtsfeier bei Starbyte Software in Bochum stattfand, zu der auch Roman eingeladen wurde. Diese Gelegenheit wollte er sich nicht entgehen lassen und präsentierte dort dem Geschäftsführer eine unfertige Version des Spiels. Noch am selben Abend wurde er zur Verhandlung ins Büro gerufen. Auf dem Schreibtisch lag ein nahezu unterschriftsreifer Vertrag, in dem nur noch der Preis eingetragen werden musste. Nach einer halben Stunde zäher Verhandlungen hatte der Manager von Starbyte keine Geduld mehr und holte einen Würfel aus der Schublade. Gerade oder ungerade. Wenn er richtig liegt, bekommt er 5000 D-Mark mehr. Wenn nicht, 5000 D-Mark weniger. Roman war geschockt, aber nach diesem langen Tag wollte er unbedingt zum Abschluss kommen. Also willigte er ein. Der Würfel rollte, blieb liegen und er hatte gewonnen. Sie unterschrieben den Vertrag und ihm blieben 8 Monate Entwicklungszeit. Euphorisch, aber unerfahren wie er war, erweiterte er das Spiel Feature um Feature und nahm hier und da Änderungen am Design und Gameplay vor. Im Juli 1991 musste Roman sich eingestehen, dass er hinter dem Zeitplan zurücklag. Deswegen entschloss er sich, die Grafik auszulagern und einen Grafiker namens Orlando einzustellen. Orlando wusste, wie gut er war, und Roman wendete fast die Hälfte des ausgehandelten Preises für ihn auf. Allerdings, beim Blick auf die Grafikpracht wird jeder zugeben müssen, dass das Geld exzellent angelegt war. Rüdi arbeitete währenddessen am Leveldesign und den Soundeffekten. Alles sah gut aus, bis zum 13. Dezember 1991, als ein Erinnerungsschreiben von Starbyte ins Haus flatterte. Sie setzten Roman eine Abgabedeadline bis zum 2. Januar 1992. Roman war am Boden zerstört und konnte nicht glauben, dass es so enden sollte. Nach vielem Hin- und Her-Telefonieren konnte er die Verantwortlichen bei Starbyte schließlich davon überzeugen, dass es das Beste für alle sei, wenn er das Spiel fertigstellen würde. Starbyte hatte mittlerweile einen neuen Manager, der die Probleme der Entwickler verstand und sich einsichtig zeigte. In der Folgezeit half er sogar beim Probespielen und wurde zu einem festen Ansprechpartner für Roman. Im Juli 1993 war es dann soweit. Traps and Treasures war endlich fertig. Roman ersetzte den Titelscreen mit einem Dummy, damit das Spiel nicht gemastert werden konnte, bevor er sein Geld erhielt. Umso mehr schockierte ihn ein Anruf eines Freundes aus Deutschland ein paar Tage später. Das Spiel stand bereits in den Regalen. Starbyte ersetzte einfach das Dummy-Bild mit einem Titelscreen aus einer älteren Version. Und wenn es kommt, dann kommt es richtig. Starbyte Software GmbH meldete Insolvenz an und ging pleite. Roman hatte kaum noch Hoffnungen auf sein Geld. Er hoffte jedoch, sein Spiel nun anderweitig verkaufen zu können. Doch die Ernüchterung war groß. Die Rechte an Traps and Treasures verblieben bei Starbyte bzw. deren Überresten. Es wurde eine neue Firma gegründet, die nur den Namen Starbyte trug und die von der Ehefrau eines ehemaligen Geschäftsführers von Starbyte Software GmbH geführt wurde. Somit konnten die Rechte an allen Spielen einfach übernommen werden, ohne dafür zu zahlen. Roman hatte zu dem Zeitpunkt nichts mehr von seinem Werk. Dennoch nahm er sich in der Folgezeit einen Anwalt, der es schaffte, aufgrund der Urheberrechtsverletzung am geschützten geistigen Eigentum ein paar Franken herauszuschlagen. Am Ende blieben Roman 4.000 Schweizer Franken, umgerechnet knapp 3.300 Euro. Schlussendlich war er aber froh, nach 3 Jahren harter Arbeit nicht ganz leer ausgegangen zu sein. Rückblickend empfand er jedoch stolz, sein Spiel in den Regalen stehen zu sehen. Er verschlang jedes Review und ging eine Zeit lang aufgeregt in die Zeitschriftenhandlung, um sich darüber zu freuen, wenn Traps and Treasures auf den Cover der Spielemagazine erwähnt wurde. Auch wenn es sich finanziell nicht auszahlte, war er froh über die gemachten Erfahrungen, die Selbsterkenntnisse, dem erlebten Teamwork und den unbezahlbaren Wert von Freundschaft und Zusammenhalt. Das Herzblut und die aufopferungsvolle Arbeit, die in Traps and Treasures steckt, merkt der Spieler auch heute noch, wenn er dieses Goldstück der Softwaregeschichte zu spielen beginnt. Traps and Treasures ist ein aufregendes Spiel mit einer aufregenden Entstehungsgeschichte, programmiert von einer Gruppe junger Männer, die sich trotz aller Widrigkeiten nicht vom Weg haben abbringen lassen. Traps and Treasures, ein Stück lebens- und erlebenswerte Computerspielgeschichte.